Auch die nächste Generation muss einen erfolgreichen Betrieb vorfinden. Und das ist auch mein Ziel als Unternehmensnachfolgerin. Mein Name ist Doreen Dierkes, ich bin Familienunternehmerin in der zweiten Generation bei der Schkeuditzer Metallveredelung. Einen erfolgreichen Betrieb aufzubauen, den ich dann in 2 Jahrzehnten auch an meine Familie weitergeben kann, erreichen wir nur, wenn wir innovativ bleiben und ständig neue Ideen entwickeln. Als Oberflächenbeschichter in der Region Leipzig haben wir uns diesen Grundsätzen verschrieben. Deshalb zählen wir mit unseren rund 70 Mitarbeitern zu den führenden Oberflächenbeschichtern in ganz Mitteldeutschland. Wir investieren kontinuierlich in modernste Verfahrenstechniken und testen neue Innovationen in unseren Produktionsprozessen. In einer zunehmend vernetzten Welt sind für unseren Geschäftserfolg dabei schnelle und zuverlässige Datenübertragungen entscheidend. Um die Chancen der digitalen Welt voll nutzen zu können, ist es wichtig, dass der Freistaat seine öffentliche digitale Infrastruktur weiter ausbaut. Jede Kommune sollte den Unternehmen eine leistungsfähige Breitbandversorgung kostenlos zur Verfügung stellen können. Ein weiterer entscheidender Faktor für unseren langfristigen Erfolg ist der dringend notwendige Bürokratieabbau. Der Markt sorgt dafür, dass Pläne sich ändern. Unternehmen müssen darauf flexibel reagieren können, um am Markt zu bleiben. Umso wichtiger ist es, dass Behörden kooperativ und rasch auf die Veränderungen reagieren und Verfahren nicht unnötig in die Länge ziehen. Die richtigen politischen Entscheidungen für Sachsens Zukunft müssen jetzt getroffen werden. Sachsen sollte mit Zuversicht in die Zukunft blicken und die Chancen neuer Technologien nutzen, um Wertschöpfung und Wohlstand zu sichern.